Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal ein möglichst schnelles Video. Das heißt, ich versuche mich zu beeilen und laber nicht viel drum rum. Ich habe keine großartige Hintergrundinformation, weil ich will mal wieder ein Produkt ausprobieren. Nämlich ist in diesem Säckle die Bushbox. Das kleine Modell von Bushcraft Essentials. Boah, schweres Wort. Und ich habe lange damit mir gerungen, ob ich so ein Ding haben möchte, weil die Kritiken zu dem Teil ja sehr durchwachsen sind. Kundenrezession auf Globetrotter und bei ASMC sind ja so mäßig, mittel bis mäßig, wobei das meiste ist tatsächlich entweder wirklich so eine mäßige Bewertung, weil man kann mit dem Teil, wenn man einen Trankgier reinstellt, offensichtlich Feuer machen. Wenn man keinen Trankgier reinstellt, kann man mit dem Teil scheinbar kein Feuer machen oder zumindest nicht gescheit. Das kann ich irgendwo nicht glauben, zumal der Saki dieses Ding auch empfohlen hat. Und habe mir jetzt so ein Teil zugelegt. A, weil ich es schon immer haben wollte. Und B, weil mich jetzt diese Rezessionen, die es da gibt, doch anspornen, das mal auszuprobieren. Ob man mit dem Ding nicht vielleicht doch Feuer machen kann. Kleiner rechtlicher Hinweis. Es regnet. Es hat den ganzen Tag geregnet. Der Wald ist scheiße nass. Selbst ich als Moralapostel, was Feuerrecht angeht, meine, dass es in Ordnung ist, wenn man jetzt in so einem nassen Wald mal kurz eine Bushbox anzündet, um sich ein winziges bisschen Wassereis zu machen und das Ding dann wieder ausmacht. Das machen wir jetzt. Wir haben Waldholz. Ich habe mal geguckt, was ich an trockenem Holz finde, im Wald wohlgemerkt. Und das habe ich jetzt mitgenommen und mein Arm wird schwer und ich baue das Ding jetzt einfach mal zusammen und benutze ab jetzt sogar ein Stativ. Ja, also hier einmal Waldboden, faszinierend, oder? Übrigens, wer neidisch ist, dass ich in meinem Wald Esskastanien habe, der sei darauf hingewiesen, dass ich mich eben gerade dreimal in eine reingesetzt habe. Guckt hier, da liegt auch schon wieder sowas scheiße Spitzes rum, wenn man sich da reinsetzt. Das geht super toll durch die Hose. Ist gar nicht so einfach, sich in einen Wald zu hocken, in dem es Kastanien gibt. Naja, wie dem auch sei, das hier ist so ein Bushbox-Beutel und da drin ist so Bushbox in der aktuellsten Fassung und ja, ich habe die natürlich auch schon mal ausprobiert, dass sie gekommen ist. Das ist ja wohl verständlich, hoffe ich. Und ja, jetzt versuchen wir dieses Teil nochmal zusammenzubauen. Das hat letztes Mal gar nicht so schnell funktioniert, weil ich bei sowas der Depp bin. Noch langsamer ging es übrigens, das Ding auseinander zu bekommen, weil, und diese Kritik kann ich schon mal nachvollziehen, die ich da im Internet gelesen habe, die Teile dann halt doch nicht so wahnsinnig toll ineinander passen. Wer das behauptet, der hat Glück gehabt, dass er ein Exemplar erwischt hat, bei dem sie dann offensichtlich doch wunderbar ineinander passen. Wobei es hier, warte mal, das zeige ich euch mal kurz, hier so lustige kleine Widerhaken gibt. Ich frage mich, ob die wirklich notwendig sind. Bisher führen sie nur dazu, dass ich das Ding hier irgendwie nicht so wirklich gut zusammengebaut bekomme. Beziehungsweise erst recht nicht auseinander. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, den man da anwenden muss. Oh, ich glaube, das habe ich gerade aus Versehen getan. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ich das Teil aus der Kamera gehalten habe. Aber, tja, das weiß wahrscheinlich... Wenn das jemand weiß, dann zumindest meine ich. So, das hier ist das Ascheblech. Das kommt da unten irgendwie rein. Und das soll dann in diesen Schlitz und in den Schlitz auf der anderen Seite. Und dann drückt man das wohl scheinbar einigermaßen zusammen. Und dann sieht das so aus. Und ja, wie gesagt, ich bin bei sowas. Ich bin Akademiker. Ergo technisch doof. Also das gilt natürlich nicht für jeden Akademiker. Aber für mich. So, also Trottel at work, theoretisches Waldwissen hilft einem hier nicht weiter. Aha, geschafft. So, jetzt muss ich da noch irgendwie noch diese andere Wand da drauf kriegen. Nein, na, vielleicht so. Also im Prinzip ja. Aha. Naja,
so langsam. Die Kanten sind übrigens auch schon ein bisschen scharfkantig. Also wenn man da mit bloßen Händen rumdrückt und da auch ein wenig mit Kraft dran rumdrückt, was meiner Meinung nach durchaus eine Notwendigkeit ist. Ich kann übrigens eigentlich mal hier, ne, dann seht ihr es besser. Ja, also da bin ich nicht ganz überzeugt von. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht doch einmal zur Feile greife und diese scheiß Noppen, die das da irgendwie stabiler zusammenhalten sollten, mal abfeile, weil noch stabiler hat irgendwie geringen Mehrwert für mich. Oh, da drüben war gerade ein Huftier im Wald unterwegs. Also ein Reh in diesem Fall. Na, also das kriege ich besser nicht hin. Also ganz ehrlich, wer behauptet, der Zusammenbau wäre total einfach und Auseinanderbauen auch, der hat Glück gehabt, dass er ein entsprechendes Exemplar erwischt hat. Also das ist zumindest jetzt meine Sicht der Dinge, also bei meinem Exemplar. Gebt mir noch mehr Exemplare für gar kein Geld. Das Ding habe ich mir natürlich ganz regulär gekauft und nicht geschenkt bekommen. Und jetzt kann man ja theoretisch noch diese Topfauflagen hier da reinmachen. Da reicht mir aber eine, weil mein Topf ist so klein, dass da eine reicht. Und da müssen wir ja nicht unnötig dieses schöne Teil hier dreckig machen, ne? So. Dann versuchen wir jetzt mal, ob wir in diesem Ding da mal Feuer gemacht bekommen. Dafür habe ich schon vorbereitet mein Säckchen. Beziehungsweise das habe ich nicht vorbereitet, das habe ich aus dem Regal genommen und in die Hand genommen. Das war es dann mit Vorbereitung. Und da drin, wie ihr seht, befindet sich Birkenrinde. Mal nicht geizen. Wo die wächst, gibt es noch mehr davon. Wobei ich mal wieder einen größeren Vorrat sammeln könnte. Ich versuche das übrigens als Uncut-Video, damit ihr auch ja seht, dass ich hier in keinster Weise irgendwas beschissen habe. Und nachdem ich ja weiß, dass mein Publikum geneigt ist, sich auch langes Zeug anzugucken, ohne gleich durchzudrehen, können wir das, glaube ich, so tun. Gut, jetzt weiß ich nicht, inwiefern man ich das jetzt am blödesten anzünde. Vielleicht so. Vielleicht so. So, jetzt haben wir gleich irgendwo noch einen Feuerstiel rumfliegen, hoffe ich. Scheiß Jeans, da hat man meine Jeans an. Da hat man zu wenig Taschen. Ja, sorry für die Suchaktion. Da ist es. Mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich das hier anzünde und das dann schön aufstelle, also so habe ich das zumindest beim Saki gesehen und so hat das auch bei meinem Test einigermaßen funktioniert. Hier habe ich jetzt ein bisschen wenig Platz. Ne? Aha. Na super. Ja. Funktioniert einigermaßen. Hätte ich mir natürlich vorher Kleinholz machen sollen, mache ich das halt jetzt. Hoppla. Das war ja eine enorme Menge. Da nochmal eine enorme Menge. Wie gesagt, das ist das Trockenste, was gerade zu finden war. Offensichtlich ist das vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Also wäre wohl mehr Birkenrinde sinnvoll gewesen. Hm? Was meint ihr? Ah, da brennt es ja immer noch. Na gut, mal gucken. Vielleicht. Wenn da so wirklich hauchdünne Zweigchen jetzt noch hinterher schmeißt. Klar, ich hätte mir das halt vorher entsprechend vorbereiten sollen. Das war jetzt eigene Blödheit. Aha. Und raucht natürlich zu mir. Selbstverständlich, wohin auch sonst.
Ja, jetzt wollte ich doch die Kamera vielleicht ein bisschen weiter wegstellen. So seht ihr es, glaube ich, auch. Ja, also so viel zur Behauptung, man kann in dem Tal mit Waldholz kein Feuer machen. Entweder bin ich einfach gut, was ich bezweifle, weil ich echt eigentlich nicht gut in sowas bin. Und wenn ich sowas beherrsche, dann deswegen, weil ich es lange Zeit geübt habe. Das ist schon ein bisschen feuchter, was ich jetzt gerade hier am Knacken bin. Was man auf jeden Fall tun sollte, ist das Holz ziemlich hochkant einzulegen, also nicht seitlich, sondern schon so, dass das Holz quasi in Richtung der Flammen zeigt. Dann brennt es nämlich besser. Dann erhöht nämlich einfach die Richtung des Holz. Der Effekt, oh meine Güte, was frasel ich hier. Der Effekt, dass man das Holz dann quasi in Richtung der Flamme eingelegt hat, verbessert dann nochmal die Konvektion. Auch Kamineffekt genannt, natürliche Konvektion. Ist nichts anderes, nur ohne Kamin. Und da muss ich schon sagen, also die Behauptung, dass das Teil keinen Kamineffekt hätte oder der nicht feststellbar ist, das kann ich nicht bestätigen, weil erfahrungsgemäß würde das nicht so gut brennen, wenn ich das jetzt einfach so am Waldboden gemacht hätte. Dieses Feuerchen hier. Ich hocke übrigens direkt auch neben dem Bach. Sollte also tatsächlich irgendwas sein, gibt es Wasser. Also so in Sachen Waldbrand. Gut, haben wir noch irgendwo einen größeren Ast, dass wir uns das noch ein bisschen drehen können, dass ich mir hier die Feuerungsrichtung, wenigstens in meine Richtung, also die Feuerungsöffnung, da seht ihr mal, was dabei rauskommt, wenn ich versuche, Multitasking zu sein und hier was zu erzählen und gleichzeitig irgendwas anderes zu tun. Ich glaube, so geht's. Bevor ich das Teil jetzt umschmeiße. Aha, da fliegt auch schon die Hälfte raus. Ist aber bei dem feuchten Boden jetzt wahrscheinlich wirklich nicht so die dramatische Angelegenheit. Ich stelle fest, ich hätte mir noch ein kleines bisschen mehr Holz organisieren können. Das könnte knapp werden. Gucken wir mal. So. Was auch noch im Internet häufiger behauptet wurde, ist eben, ich kann da eigentlich auch mal ranzoomen ein wenig, dass halt sobald man einen Topf draufstellt, die Brennleistung total nachlässt, weil dann das mit der natürlichen Konvektion, dem Kamineffekt, nicht mehr so gut funktioniert. Weil halt eben die Hitze nicht mehr so schön ungestört nach oben entweichen kann. Ja, ist weniger gut, ist richtig. Ist aber noch nicht schlimm und man muss die ganze Zeit Holz nachlegen, hat sich auch einer beschwert. Ja, stimmt. Also meiner Meinung nach ist die Bushbox definitiv ein Survival-Gegenstand und nicht irgendein Komfortkocher, mit dem man auf irgendwelchen 7000 Tage langen Trekkingtouren rumhantieren soll. Man kann schon. Aber ich glaube, dafür ist das Ding wirklich nicht gedacht. Aha. Ja, aber jetzt lässt es doch ein wenig nach. Da kann man natürlich mit etwas zusätzlicher Luft nachhelfen. Ich komme leider auch nicht so wirklich gut dran jetzt gerade, weil ich zu faul bin, mich irgendwie umzuhocken und irgendwie Angst habe, dass mir dann die Kamera umfliegt und so Späße. Aber es brennt ja noch. So. Aber da könnt ihr auch noch mal sehen, wenn man halt dann eben das Holz wirklich quer reinlegt und nicht längs, dann brennt es auch schon nicht mehr so gut, ne? Das ist also kein Zufall. Das spielt tatsächlich eine Rolle. Was man natürlich jetzt trotzdem noch tun könnte, wäre jetzt da hinten noch ein bisschen was reinstecken, wo es so schön rausbrennt.
Und hier noch ein bisschen was reinstecke, damit meine Tasse auch ja schön schwarz wird. Tasse ist aus Titan. Ich war jung und hatte das Geld. Gegenstand würde ich heute auch nicht mehr brauchen. Klar, die ist super leicht und unzerstörbar und ich habe die auch schon echt lange und mag sie auch gern. Aber wenn man bedenkt, was die kostet, heute nicht mehr. Sehe ich einfach nicht ein. Wenn man günstige Ausrüstung haben kann, die auch funktioniert, weshalb man dann so ein Hightech-Zeug braucht. Mit ein paar Ausnahmen, Zelt, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man auf ein Zelt wirklich angewiesen ist, zum Beispiel in Skandinavien. Schuhe, das in jedem Fall, die müssen einfach sitzen. Da spielt Geld keine Rolle. Und ein Rucksack. Der sollte, also außer jetzt so ein kleiner Tagesrucksack ist das auch egal, aber so ein Trekkingrucksack zum Beispiel, der sollte halt aufpassen. Da würde ich auch nicht sparen. Tue ich auch nicht. Davon abgesehen. Ja, also ich kann eben die Kritik an diesem Ding echt nicht nachvollziehen. Ich habe keinen Vergleichshobo. Demzufolge kann ich jetzt nicht sagen, dass die XY-Box viel besser ist. Aber in jedem Fall ist die XY-Box viel größer. Und viel schwerer. Und nicht so winzig klein verpackbar wie die Bush-Box. Im Übrigen kocht man Wasser demnächst auch. Also sorry wegen der miesen Kameraarbeit. Multitasking und ich, wir zwei vertragen uns nicht. Ja, ganz bisschen was Brennbares fällt schon raus. Klar, der Waldboden an sich ist geschont, weil die Box steht ja schon auf Füßen. Aber wenn man die dann vor allem durch diese Feuerungsluke befeuert, da fällt schon ein bisschen was raus. So, aber nehmen wir mal an, ich wäre jetzt in einer Survival-Situation, hätte jetzt nur diese Buschbox dabei, bei einem so Scheißwetter wie heute. Und es regnet auch und der Wald ist relativ feucht. Offensichtlich ist es sehr wohl möglich, mit dem Teil dann eine halbe Tasse Wasser zu kochen zu bringen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie schnell oder langsam das ging. Das spielt meiner Meinung nach bei einer Survival-Geschichte auch keine Rolle. Überhaupt ist Zeit im Wald nicht so wichtig. Und das kocht Bombe. Also, wenn das nicht kocht, dann weiß ich auch nicht. Und dafür habe ich jetzt wirklich 45 Sekunden Holz gesammelt. Ungefähr. Auch wenn ich gerade sage, dass Zeit keine Rolle spielt. Aber nur einfach mal, um zu demonstrieren, wie scheiße einfach das ist, wenn man weiß, wo man trockenes Holz findet, mit diesem Ding Feuerchen zu machen. Wie gesagt, das Video hat null Schnitte. Selbst meinen peinlichen Versprecher von vorhin. Ist alles noch drin. Und das ist jetzt Echtzeit. Nur das Holz sammeln habe ich halt eben nicht noch mit eingebaut. Und die Tasse Wasser aus dem Bach schöpfen habe ich auch nicht mit eingebaut. Aber im Prinzip hätte ich jetzt was zu trinken. Müsste halt noch ein bisschen kalt werden. Könnte mir jetzt auch noch Fichtennadeln reinschmeißen, hätte ich einen Tee. Ich koche das jetzt spaßeshalber einfach mal noch ein bisschen weiter, weil ich es kann. Oh, ja, zoomen wir noch näher ran, genau, das will doch auch jeder sehen. Ja, also wie ihr seht, hat funktioniert. Ich bin von dem Teil also insofern überzeugt, dass es funktioniert. Der Zusammenbau, also ich weiß nicht, habe ich Pech gehabt und eine blöde Variante erwischt. Kann ich nicht behaupten, dass der so super einfach geht und so super problemlos. Also jedenfalls nicht, wenn man das Teil nicht zum ersten Mal zusammensteckt, sondern zum zweiten Mal, nachdem es schon mal angebrannt war. Der allererste Zusammenbau, der ging tatsächlich auch noch ganz locker und einfach. Aber jetzt nach einer Verwendung muss man ja schon ein bisschen rumfriemeln. Ich hoffe mal, dass das nicht irgendwann ganz unmöglich sein wird, weil sonst muss ich da wirklich mal mit der Feile ran. Das ist so der Kritikpunkt, den ich jetzt bei meinem Exemplar nachvollziehen kann. Scheinbar gibt es wohl wirklich Leute, die Glück hatten und Bushbox-Exemplare erwischt haben, wo das absolut reibungslos funktioniert. Sagen sie zumindest. Beim Saki scheint das auch so zu sein. Der ist ja von dem Teil auch noch wahnsinnig überzeugt. Ich schließe mich mal an. Hab mit Bushcraft Essentials überhaupt nichts zu tun. Ich habe bei denen noch nicht mal was gekauft. Also bei dem ihren eigenen Shop, falls die einen haben, weiß ich gar nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich Wurst. Das Teil funktioniert, gefällt mir super. Schöner Ausrüstungsgegenstand, kostet 30 Euro.
Und für den Preis ist das definitiv was richtig, richtig Nützliches. Ich hätte jetzt zugegebenerweise zwar auch ohne Bushbox was zum Brennen gebracht, hätte auch funktioniert, aber nicht so schnell. Also ich hätte nicht so schnell jetzt eine Tasse heißes Wasser, wirklich nicht. Und der Holzverbrauch ist auch wirklich minimal. Das hätte auch nicht funktioniert ohne die Bushbox mit so wenig Holz. Da hätte man schon mal erst eine ordentliche Glut haben müssen, damit einem das nicht ausgeht, wenn man dann den Becher draufstellt und alles. Und ach, ja, aber gut, wem erzähle ich das? Ihr kennt euch ja auch aus. Ja, doch. Finde ich cool, muss ich sagen. Auseinanderbauen macht man sich übrigens dann die Pfoten extrem dreckig. Also wenn man keine Handschuhe anhat, ist das nicht so prickelnd. Es köchelt übrigens immer noch ein bisschen, obwohl ich jetzt, seit ich hier quatsche, nichts mehr nachgelegt habe. Toll, toll, doch. Ja, jetzt war hier doch ein kleiner Schnitt im Video, weil ich versucht habe, das hier schlecht zusammengelegt in den Beutel reinzubekommen. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Jetzt frage ich mich, wie ich das zusammenlegen soll, damit es gut in den Beutel reinpasst. Sorry, dass das Licht jetzt so kacke ist. Ich kann nichts für den Sonnenstand. So wirklich. Der könnte wirklich ein bisschen geräumiger sein, dieser beigelieferte Beutel, muss ich sagen. Und mir wäre ja von der Grundkonstruktion her die Box in einem etwas wackeligeren, dafür leichter zusammensteckbaren Zustand auch lieber. Ach. Ja, ihr seht, das ist das nächste Problem, diesen Kack in den Transportbeutel reinzukriegen. Man könnte sich da echt ein kleines bisschen drüber aufregen, muss ich sagen. Oder soll ich das quer? Nein. Kann man das irgendwie besser zusammenlegen, als ich das tue? Hat jemand einen Vorschlag? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern das jetzt so besser ist. Wahrscheinlich gar nicht. Aha. Na, okay, scheinbar doch. Na gut. Also ich denke, das sind so Dinge, das wird man mit ein bisschen Übung dann irgendwann auch noch schneller hinkriegen. Zumal ich bei sowas ja echt der Depp bin. Umso mehr frage ich mich, was man für ein Mensch sein muss, dass man es nicht schafft, mit diesem Teil ein vernünftiges Feuer zustande zu bringen. Beziehungsweise... Wenn man das schafft und dann trotzdem noch nörgelt, dann frage ich mich, ob diejenigen dann einigermaßen kapiert haben, dass es sich hierbei um einen Survival-Gegenstand handelt, der auf minimales Gewicht und minimales Packmaß ausgelegt ist, um ihn immer dabei haben zu können. Das Ding kann ich bequem unten im Rucksack rumliegen haben und kann mir jederzeit eine Tasse heißes Wasser in... Ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video ist, aber in vergleichsweise kurzer Zeit machen. Gerade wenn ich in der Natur unterwegs bin, da hat man die Zeit für sowas. Da muss das mal nicht eben 3 Minuten gehen oder so ein Schwachsinn. Ach ja. So, abschließende Bemerkungen zur Bushbox. Kritik bestand ja vor allem daran, dass man das Ding nicht ziemlich wackelig, ruckelig zusammenbauen kann, dass nicht so einfach geht. Das stimmt. Stimmt.
Weiß nicht, inwiefern das besser möglich ist. Ich kenne mich mit solchen technischen Dingen ja bekanntlich nicht aus. Und von Metallbearbeitung habe ich auch keinen Plan, außer dass ich eine Feile bedienen kann. Da hört es dann aber auch schon wieder auf. Von daher möchte ich mir da wirklich nicht anmaßen, jetzt sagen zu können, habe ich jetzt da einen schwarzen Strich? Ja, habe ich. Okay, macht nichts. Jedenfalls möchte ich mir nicht anmaßen zu sagen, das hätte ich besser gekonnt. Kann ich nämlich definitiv nicht besser. Außerdem muss das ja auch irgendwie in Serienfertigung entstehen. Ich kann auch nicht beurteilen, inwiefern 30 Euro jetzt teuer für so ein Blechgestell sind. Kann ich wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Für mich erscheint es relativ günstig zu sein, in Anbetracht dessen, wie nützlich dieses Ding ist. Jetzt kann man sagen, man kann Hobo auch selber bauen, stimmt, aber dann kann man ihn nicht zusammenstecken. Also ich kann das jedenfalls definitiv kein Steckhobo selber bauen. Was ich selber bauen kann, ist ein Dosenhobo, aber den muss ich dann auch als Dose mitschleppen. Das Ding ist also vergleichsweise riesig vom Packmaß und trägt mir alles zu, wenn ich es in der angekohlte Dose einfach in den Rucksack stecke. Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich eine Alternative. Das ist für ein stationäres Camp sicherlich eine Möglichkeit und viel billiger als so ein Ding, klar. Und man kriegt dosentechnisch ja auch wirklich hervorragende Kamineffekte zustande. Da kann man sich also auch schöne Dinge bauen, so ist es nicht. Es gibt ja auch Dosenholzvergaser, die sind ja nochmal effizienter von der Brennleistung. Sind aber nicht so klein. Leichter vielleicht auch, aber halt eben aus Aluminium. Bestimmt sind sie halt auch nicht so langlebig wie dieses Ding. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich kann es nicht beurteilen, ob man den Auf- und Abbau hätte besser machen können. Und den Preis halt eben auch nicht. Und da habe ich mich jetzt wiederholt. Und sollte das rausschneiden, habe aber keine Lust. Gut, dann, was gab es noch an Kritik? Wer da drin kein Feuer machen kann, der ist einfach wahrscheinlich zu doof, könnte ich mir vorstellen, beziehungsweise zu blöd, um trockenes Holz zu finden. Oder zu blöd, um kleines Holz zu verwenden und schmeißt da irgendwelche solchen Äste rein und wundert sich, dass nichts brennt. Das wird nicht funktionieren, das kann ich euch gleich mal verraten. Beziehungsweise, wenn es funktioniert, dann nur, nachdem ihr da ordentlich Glut unten drin habt und dann auch wirklich nur bei so richtig furztrockenem Holz. Und dann wird man wahrscheinlich noch ein bisschen nachpusten müssen. Aber ja, dann vielleicht geht dann auch das. Aber warum muss man da dickes Holz reinschmeißen? Also das Holz, das wirklich für jeden Idiot im Wald zu finden sein sollte, ist ja so kleines Zweigchenzeug. Das gibt's überall. Das findet wirklich jeder Depp, wenn er weiß, wo er gucken muss. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, weshalb man da jetzt irgendwelche riesen Dinge reinschmeißt. Und der Kritikpunkt, dass man da jedes Mal was nachlegen muss, ja na und? Das Ding soll ja keine Küche sein, sondern das ist ein Survival-Kocher. Also, ich verstehe es nicht. Also Leute, die an diesem Ding rummotzen, die haben irgendwas nicht kapiert. Kann ich nicht nachvollziehen. Außer Faktor Preis, das kann ich nicht beurteilen. Faktor Zusammenbau und Auseinanderbau kann ich auch nicht beurteilen. Das ist ein bisschen hakelig, aber stört mich jetzt nicht sonderlich. Ja, mehr fällt mir zu dem Ding jetzt dann nicht mehr ein. Und dann gehe ich jetzt wieder nach Hause, glaube ich, weil ich muss noch alles Mögliche und dies und sel und jenes und ja. Tschüss.